Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und heute sind wir auf einem Stück der Vogelsbergbahn unterwegs. Und zwar von Bad Salzschlürf nach Fulda und zurück. Vor Ewigkeiten habe ich schon mal ein Video zu der Strecke gemacht und da gab es Schienenersatzverkehr ab Bad Salzschlürf und deswegen schauen wir uns jetzt den fehlenden Teil noch an. Und das passt ganz gut, denn wir waren hier in Bad Salzschlürf für einen kurzen Wellnessaufenthalt. Ein sehr schöner Ort, ich zeige euch das Hotel, das ist auch was ganz Tolles nachher nochmal. Hier gab es früher auch mal eine Bahnstrecke nach Niederjossa, da ist heute noch einiges von zu sehen, auch wenn die Strecke selbst nicht mehr existiert. Aber hier sehen wir zum Beispiel die Eisenbahnbrücken direkt in der Nähe vom Bahnhof von Bad Salzschlürf. Die sind also noch erhalten, aber da wir diese Strecke leider nicht mehr anschauen können, da sie nicht mehr existiert, fahren wir jetzt stattdessen nach Fulda und dazu gehen wir jetzt erstmal zum Bahnhof und schauen uns die Einfahrt unseres heutigen Linz mal an. Eingesetzt wird hier also ein Lind 41 und zwar ein ganz neues Fahrzeug, also man sieht schon im Innenraum wirklich sehr modern und auch sehr gut ausgestattet, zwar keine Tische, aber es gibt Steckdosen, die Sitze sind auch bequem, erscheinen mir ein bisschen besser gepolstert zu sein als der durchschnittliche Sitz von diesem Typ. Wahrscheinlich kann man das auch beim Kauf auswählen, wie kräftig die gepolstert sein sollen. Also es war eigentlich ganz bequem und ja, optisch auch sehr schön. Innen hier mit diesem roten Fensterband, das hat mir ganz gut gefallen. Also wirklich ein schöner Zug, war ziemlich voll. Wir haben später nochmal die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu sehen. Ja, wir verlassen Bad Salzschlürf und fahren jetzt eben in Richtung Fulda, haben dabei noch zwei Zwischenstationen, nämlich Großenlüder und Oberwimbach. Das Ganze jetzt hier schon im Abendlicht. Hier haben wir den ersten Zwischenhalt Großenlüder und dann folgt noch Oberwimbach und dann kommt eben Fulda. Fulda ist dann der Endhalt dieser Züge. Die Züge kommen in der Regel aus Gießen, teilweise sogar aus Limburg. Hier überqueren wir gerade den Fluss Lüder und dann folgt der Bahnhof von Oberwimbach und dann nähern wir uns eben langsam dem Stadtgebiet von Fulda an. Ja, landschaftlich die Strecke durchaus abwechslungsreich, zwar hauptsächlich Felder, aber eben so einer leicht hügelig-bergigen Landschaft und eben auch zwei große Brücken über Gewässer. Hier haben wir die zweite, denn hier geht es jetzt über die Fulda. Und dann erreichen wir auch eben die gleichnamige Stadt Fulda. Da haben wir jetzt hier erstmal ein kleines Anschlussgleis und dann treffen wir hier jetzt auch auf die Hauptverkehrsstrecken. So zum Beispiel die Schnellfahrstrecke in Richtung Kassel, aber auch die regulären Bahnstrecken. Also hier in Fulda hat man ja diverse Umstiegsmöglichkeiten. Ich bin nicht umgestiegen, sondern einfach nur ausgestiegen. Hier sehen wir noch mal ein bisschen was vom Innenraum. Also so kleine Minitische gibt es an den Vierer Sitzgruppen, aber viel mehr nicht. Aber eben mit Steckdosen und recht bequem Sitzen, also eine ganz gute Ausstattung. Ja, ich bin nach Fulda in die Stadt gegangen, denn ich war tatsächlich noch nie in der Innenstadt von Fulda, obwohl ich schon so oft hier umgestiegen bin, auch mit längerer Wartezeit. Aber ich habe es tatsächlich noch nie in die Innenstadt geschafft und die ist wirklich ziemlich sehenswert. Ja, also Fulda wirklich eine schöne Stadt. Es lohnt sich da also mal, wenn man einen längeren Aufenthalt hat, auch mal in die Stadt hineinzugehen. Das ist alles fußläufig erreichbar. Hier haben wir den Dom zu Fulda, ein sehr schönes Bauwerk. Lohnt sich also auch mal hier hineinzuschauen. Wirklich eine schöne Architektur. Ja, und dann ging es langsam zurück in Richtung Bahnhof. Und da kommen wir vorbei am Stadtschloss von Fulda. Das ist quasi direkt gegenüber vom Dom. Und da können wir auch mal hier über das Schlossgelände laufen. Das ist öffentlich zugänglich. Und kommen so dann sowieso wieder zurück in Richtung Innenstadt und in Richtung Bahnhof. Hier sind wir schon wieder am Bahnhof. Und hier gehen wir dann jetzt auch wieder zum Zug. Da war, wie ihr sehen könnt, ordentlich was los. Es war wieder ein moderner Lind 41 hier im Einsatz. Aber ihr seht schon, der Zug war also wirklich ziemlich voll. Deswegen kann ich nicht ganz so viel wieder vom Innenraum zeigen. Hier geht es wieder über die Fulda rüber. Im Hintergrund sieht man so ein bisschen auch die Turmspitzen des Doms, wo wir eben noch waren. Ja, und jetzt geht es hier im wunderschönen Abendlicht eben zurück nach Bad Salzschlürf. Wie gesagt, schöne Strecke, vor allen Dingen in diesem schönen Abendlicht.
Da ist es wirklich schön, hier lang zu fahren. Natürlich auch die gesamte Strecke sehr schön hier am Rande des Vogelsberg entlang. Hier haben wir einen weiteren Lind 41. Abgestellt, leider schon mit Graffiti verunstaltet. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr schöne Züge. Vor allen Dingen für einen Lind auch gut ausgestattet, bequem. Also hat mir doch sehr gut gefallen. Ja, und hier nähern wir uns dann jetzt langsam wieder einem Halt an und da können wir uns jetzt gleich auch einmal anhören, wie der Zug so klingt. Wir nähern uns hier nämlich Bad Salzschlürf und können uns hier gleich, nachdem ich ausgestiegen bin, einmal die Ausfahrt anschauen und anhören. Ja, und jetzt gehen wir hier durch den Kurpark zurück zum Hotel. Ja, Bad Salzschlürf ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Kurort. Da gibt es nicht viele Hotels, aber eines davon ist sehr spektakulär und das ist das Hotel Badehof. Das ist ein richtiges Wellness-Hotel, ein Kurhotel, wirklich ein Traditionshaus. Und ja, ich bin zufällig bei Booking darauf gestoßen, auf dieses Gebäude und habe ein Bild aus dem Innenraum gesehen und wollte unbedingt mal dieses Hotel in echt sehen, weil es mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und den Innenraum, den schauen wir uns jetzt hier gleich auch einmal an. Und zwar ist das diese Hotelhalle hier. Also das hat schon wirklich Stil. Das ist mal schon architektonisch sehr interessant. Also ja, wirklich ein cooles Hotel. Auch einen schönen Wellnessbereich natürlich. Restaurants, alles vorhanden. Per Bahn gut zu erreichen. Ansonsten ist aber nicht wirklich viel zu tun in Bad Salzschlürf. Aber man kann ja zum Beispiel sehr bequem mit dem Lind 41 der HLB nach Fulda fahren. Ja, so sieht das Ganze von innen aus. Und jetzt zum Abschluss hier nochmal Blick ins Hotelzimmer. Und das war's damit dann auch schon für dieses Video. Im nächsten Video wird es dann an anderer Stelle weitergehen. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, würde mich sehr über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Hier könnt ihr wie immer sehen, wann das nächste Video kommt und von wem die Musik stammt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.